Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Part, ne? Ja, wie man sehen kann, habe ich seit dem letzten Mal ein bisschen trainiert. Also, ich habe ein bisschen gefarmt, ich habe ein paar Monster bzw. Dämonen jetzt neu im Team. Ich habe sehr viele Mitamas gejagt und habe ein paar Evangeliums davon auch bekommen. Drei, um genau zu sein. Eins habe ich schon verwendet, das heißt, beim nächsten Kampf mache ich direkt ein Level up. Und ich werde wahrscheinlich ein paar Mal in dieser Folge leveln. Ja. Ich habe jetzt dieses Manangal auch bei mir im Team, oder wie das Vieh heißt. Jack Frost kennen wir schon, muss ich nicht bekämpfen. Oder doch? Was ich kurz zeigen kann, ich habe mir hier einen physischen Meister geholt, damit Aramasa jetzt ein bisschen stärker ist. Das könnt ihr auch direkt sehen, wie stärker das jetzt dadurch geworden ist. Zack. Das war eigentlich auch schon alles, was ich jetzt geholt habe. Also zwischen der letzten Folge und dieser hier. Wir sehen uns nach dem Kampf. Da hinten war ein Lichtjuwel drin und hier war jetzt auch noch ein Lichtjuwel. Ich hatte nicht gesehen, dass ich die Aufnahme noch pausiert hatte. Entschuldigung. So, hier ist ein Lagerhaus. Mit Jack Frost drin. Hier sind ja ganz schön frostig drin. Ich habe übrigens die Mimans auch eingesammelt. Da drüben. Ein paar davon zumindest. Und hab dadurch jetzt die Königsfrost-Essenz schon bekommen. Von dem Ladentypen. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Mimann bei den Lagerhäusern. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Ich guck nochmal in die Lagerhäuser rein. Da ist doch bestimmt in einem der beiden Mimann drin. Hier ist tatsächlich keiner. Dem hier? Habe ich ihn vielleicht einfach nur übersehen? Ich habe schon sehr oft in diesem Spiel tatsächlich was übersehen. Nee, da ist er nicht. Einmal kurz auf die Karte gucken. Ich glaube, ich will erstmal hier das Teil gleich zerstören. Die Abzesse. Hier zwischen den Containern könnte sich auch gut einer verstecken. Oder auf dem Container. Hab dich, Kleiner. Also ich habe mir jetzt nicht so viel offscreen geholt. Bevor mir hier irgendwas unterstellt wird. Versuche immer so wenig wie möglich offscreen zu machen. Ich habe den kleinen Frechdachs da schon gesehen. Ich brauche jetzt hier nicht so wirklich mich mit denen prügeln. Außer ich will unbedingt ein Level up. Ja, komm. Ich hole mir die Level ups. Ein Level up. Stecke ich in Magie und das andere werde ich auch in Magie stecken. Und zweites Level up. Auch wieder in Magie. So, jetzt sind meine Techniken stärker. Und ich habe zwei Level-Ups gemacht. Hier hinten war noch eine Maschine, habe ich gesehen. Und hier ist auch noch ein Versteck von so manchen Dämonen. Wie hieß hier Lilith? Hieß hier, glaube ich, oder? Ich kann mir gut vorstellen, dass ich einen von euch entweder bekomme oder eine dieser komischen Essenzen von euch. Lilim. Okay. Sie will nach Tokio, okay. Ich soll einen Engel aus dem Verkehr ziehen. Kann man ja so nebenbei machen. Ich soll einen
Fürst vernichten. Den könnte ich mir jetzt auch mittlerweile machen. Och, lasst mich doch in Ruhe. Ich will doch nur hier oben das ganze Zeug einsammeln. Vor allem den Glorienkristall da. Der interessiert mich wahnsinnig. Bei 60 Glorie, das schlägt man doch nicht aus. Okay, wie käme ich da weiter oben dran? Ich weiß auf jeden Fall, wie ich an die Kisten da hinten dran komme. Einfach über den Wagen draufklettern. Ich versuche jetzt nicht so viele Käfer zu provozieren. Okay, doch nicht so einfach. Vielleicht ist hier auch irgendwo eine Leiter. Oder ich muss über die Waggons klettern. Ja. Ich muss hier drüber klettern. Oh, drei Kisten. Nice. Kikurohime habe ich schon hergestellt. Ein Magieentzugsjuwel. Und noch eins. Okay, und irgendwie muss ich da oben dran kommen. Außerdem kann es gut sein, dass unter der Brücke noch ein Niemann hockt. Bis gleich. So. Das ging recht schnell. Ich versuche, die Käfer zu vermeiden. Hier käme ich ins Gebäude rein. Wahrscheinlich jetzt erstmal Jump'n'Run. Gucken, wo kann ich durch die Deck? Irgendwo hier komme ich durch die Decke. Wenn es nicht geht, dann gehe ich halt durch die Decke. Weil ich dann ausraste. Nee, jetzt mal im Ernst, wo geht sie hoch? Auf meinen weiter. Ich bin hier trotzdem noch falsch. Unter der Brücke ist kein Niemand. Das ist verwunderlich. Doch, hier. Ganz am Ende. Ich wollte schon sagen. Joggt doch 100 pro Miemann. Jetzt mal gucken, wie ich da eigentlich dran komme. Weil irgendeinen Weg muss es ja geben. Vielleicht von der Seite aus? Hier sind wieder ein Container. Die sehe ich natürlich als letztes. Zack. Eine Oni-Essenz. Will ich Fähigkeiten vom Oni? Eigentlich nicht. Hä? Hey, hey, hey. Also, du willst mir nur sagen, da unten ist was. Hauch des Glücks. Ich kann mein Glück erhöhen. Das war die falsche Taste. Okay. Mal so nebenbei, wenn ihr Miemanns jagen wollt. So ein Tipp von mir. Habt irgendwen dabei, der so Allmachtschaden machen kann. Weil damit könnt ihr die Miemann immer verletzen, beziehungsweise auch des Öfteren immer umbringen. Lebensperle. Habe ich schon voll, brauche ich nicht. So, dann versuche ich jetzt mal auf den Boss dieser Gegend hier loszugehen. Wo komme ich denn überhaupt nach oben? Ich glaube, ich muss einen weiter. Hier lang? Da ist auf jeden Fall niemand oben. Ach, hier muss ich wahrscheinlich von der anderen Seite rein. Einmal hier drumherum. Und da kann man natürlich nicht lang. Wo komme ich denn hoch überhaupt?
Hier offenbar. Die kennen wir doch. And yet there is already an unexpected nuisance. I cannot afford to be hindered anymore. Hallo. Master Abdiel. You are? Ichiro Dazai. I recently joined Bethel's Japan branch. Ja, du hattest aber Angst bekommen, ne? Yes. Well, what do you... You see, it's just... I'm a weakling. I basically have no confidence in myself. Okay. I had the power to fight demons from Bethel, but I was so scared. All I could... Because of me, those... And what am I to do about it? Comfort you? Vielleicht irgendwelche Wörter von ihr, die ihr helfen. I want to be confident. Ihm. Like you. You wish to learn my strength. Then I shall. My strength comes from my unshakable faith in the Lord. For the Lord is absolute. Handle ohne zu zögern. Believe and act without hesitation. So wie ich. Einfach draufschlagen. Da sind Bethels. Die kennen wir. Ja, gönn mir mal was. Da vorne ist der Fürst, den ich bekämpfen soll. Das sind Container. Manche tatsächlich. Manche leben in sowas. Es ist ein trauriges Leben, aber sie können sich halt nichts Größeres leisten. Nagas habe ich tatsächlich mir schon zusammengecraftet. So, dich muss ich bekämpfen, ne? Lass sie doch einfach leben. Ich habe versucht, Vernunft mit dir zu diskutieren. Der Engel wird mir hier wahrscheinlich weniger nützen, also tausche ich mal den Engel gegen Lerna aus. Oder Siffe, wie man es nimmt. Nebenbei, Nangal kann auch Mudo. Und kann auch Allmacht-Attacken. Zusätzlich. Kann sie alle vergiften. Und tut es nicht. Nice. Ja, Sturmlied hat mal übel reingehauen. Habe ich sonst noch einen, der mit Finsternis kämpfen würde? Jack Frost hat eine Finsternis-Attacke. Nee, da gehe ich lieber selbst in die Schlacht. Ich nutze mal im Fernrohr, um andere mögliche Schwächen zu sehen. Nur Finsternis? Okay. Wenn ihr nur Finsternis als Schwäche habt. Ach du Scheiße, das sind die ultimativen Heiler. So einen brauche ich auf jeden Fall in meinem Team. Du willst auf Ulti gehen? Das kann ich auch. Jetzt wirst du leiden. Warum gehe ich nicht auf den, der schon halb tot ist? Mamudo! Mudo auf den da! So, mit Aramasa sollte ich ihn hinrichten können. Tschüss! Ja! Weg ist er! So. Ich habe keine Single-Target-Mudo mehr für die.
Mamudo! Und tschüss! Ich habe Lilim geholfen, ja! Na, sie schien mir nett! Die haben sich alle wegen dir verzogen. Schämst du dich denn gar nicht? Wer hat die nichts getan? Noch nicht. Ich sage extra noch nicht. Vielleicht ändert sich das. Nicht runterfallen. Die Bärchen habe ich auch schon. Da hinten ist das Abszess. Ich glaube, dich will ich nicht bekämpfen. Und ich sehe einen Miemann. Ich kann ruhig runterspringen. Ich kann ja hier hinten wieder hochklettern. Komm, sprich mit mir. Ja, wieder ein Miemann mehr. Da schlägt meine Seele höher. In den höchsten Sphären. Okay. Als nächstes bekämpfen wir mal die Naga. Die haben wir noch nicht bekämpft. Ich lasse sie sogar extra einmal angreifen, damit sie kämpfen können. Kommt, zeigt mir, was ihr könnt. Ich wenigstens auch ein bisschen Magatsui. Ah, okay. Ihr piekst. Durchschlag kann die Verteidigung senken. Und ignoriert auch den Block. Ich weiß es, weil ich habe die auch einmal gehabt. Ich habe mal so kunterbunt durchfusioniert. Ich wechsle dich mal aus und hol den Engel. So, meine Seejungfrau, hau sie weg. Das war ja gar nichts. So, nun noch eine. Tschüss. Ja. Okay, ich würde dann jetzt eben kurz noch zu der Lilim gehen und dann würde ich für heute auch schon beenden. Wartet, ich skippe mal eben kurz den Weg für euch. So Leute, dann erstatten wir Lilim mal Bericht. Ja, habe ich. Dunkelheit zu Ultra. Okay, ist das nicht das, was ich gerne gehabt hätte? Aber ich habe ihnen geholfen. Ah, sie will sich mir anschließen. Hatte ich noch einen Platz frei? Ich hatte noch einen Platz frei. Wow, die ist Level 32. Hast du gute Fähigkeiten? Lilim. Hier müsste ich ein paar beibringen. Ja, kann ich ja mal eben kurz am Quell machen, ne? So, Leute, ich bin wieder hier. Welt der Schatten, let's go. Welcome. Apothese, Wunder lernen. Weil ich habe ja so viel. Ich kann mir jetzt ruhig mal was leisten. Ich könnte mir dämonische Führung holen, dann würden alle ein bisschen mehr Erfahrung kriegen. Konst der Essenzen. Ja komm, dann bringt mir das mehr. Und den Rest brauche ich derzeit tatsächlich nicht. Essenzfusion, dann gebe ich Lil mal welche. Was kannst du hier denn kriegen?
Ja, mal Zionga hätte ich gern, Mamudo. Ja, die restlichen Techniken brauche ich nicht. So, und von ihr... Nee, warte. Ich hatte auch mir einmal die Hochpixie übrigens gecraftet und sie hochgelevelt und hab von der die Essenz dafür bekommen. Ich überlege gerade, was ich der gebe. Ich könnte der Konter geben. How is this? Ja, ich habe auch noch König Frost, ne? So, du kriegst noch Media. Okay. Ich habe sie aufgewertet. Ja, im Kompendium... Kann ich ja mal ruhig eben kurz alles nochmal eintragen. Weil ich habe ja was aufgebessert. Und kann euch auch zeigen hier, was ich hier an Fusionen gemacht habe. Also hier seht ihr es dann nochmal alles. Ich habe von hier aus alle bis zum Chiron Noob mir einmal gecraftet. Ich könnte mir jetzt bis... Hier oben einen von Lilim alles auch craften, wenn ich wollte. Werde ich aber wahrscheinlich jetzt nicht sofort machen. Da warte ich lieber erstmal ab. Ja, und ich habe hier auch noch zwei Spezialfusionen freigeschaltet. Einmal die Anahita und dann den komischen Typen hier. Da seid ihr dann hier auch mal aufgeklärt. Okay, Leute. Ich würde dann sagen, wir beenden das hier heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.